Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Wir sind Playa Olica, Malle jedes Jahr. Heute ist Mittwoch, der 13. März 2024. Wir sind wieder unterwegs an der Playa de Palma auf Mallorca bei rund 17 Grad. Ja, jeden Tag haben wir irgendwie 17 Grad. Hat sich so die letzten Wochen hier eingependelt zum größten Teil. Wie man sieht, ein paar Leute sind schon am Strand. Wassertemperatur liegt so bei 14 Grad. Und ja, jetzt haben wir für Wochenende bis zu 20 Grad vorhergesagt. Also nochmal einen Ticken wärmer. Im Moment auch wieder kurze Hosewetter tagsüber, aber sobald es so Richtung Abend geht, wenn die Sonne untergeht, dann wird es doch wieder ein bisschen schattig. Die Nacht hatten wir rund 5 Grad. Ja, also für alle, die mich fragen, wie wird das Wetter in den kommenden Tagen oder auch im April zum Opening, es sollte tagsüber eigentlich ganz gut sein, außer man hat halt mal ein paar Regentage dabei mit ein bisschen Sturm. Aber ansonsten, Wetter ist dieses Jahr auf jeden Fall im Winter viel besser gewesen wie im letzten Jahr. Aber packt euch trotzdem ein paar wärmere Klamotten ein für abends oder halt wie gesagt, wenn es regnen sollte, was halt immer mal vorkommen kann. Ne? Windig ist es hier. Also ich weiß noch, als letztes Jahr der Megapark aufgemacht hat beim Soft Opening, da war es auch noch tagsüber doch recht windig. Deswegen, also vorhersagen kann man es halt schwer. Erfahrungswerte sind halt auch, letztes Jahr, wie gesagt, der Winter war ein bisschen frischer, dieses Jahr ein bisschen besser. Dann muss man halt einfach gucken, wie es gerade so kommt. Da kann ich leider nicht in die Zukunft gucken. Da können selbst die Wetterfrösche nicht. Die können ja schon froh sein, wenn sie für einen Tag das Wetter vernünftig vorhersagen. Ja, also, was haben wir jetzt? Noch genau 15 Tage, dann macht der Megapark wieder auf. In 2 Wochen fängt das Latino auch mit so einem kleinen Soft-Opening an. Dann machen die auch wieder ab 15 Uhr auf. Im Moment immer 18 Uhr. Gestern waren wir noch im Bierkönig auf dem Bierchen. Da war es für den Dienstag gut gefüllt. Jetzt nicht so die riesen Partystimmung, ist ja normal. Am Wochenende ist es deutlich besser. Aber mittlerweile kann man auch wieder unter der Woche gut in den Bierkönig gehen. Aber ich war auch so gegen, man war schon so gegen 10, halb 11. Kann sein, dass es später noch ein bisschen besser wurde. Da war ich schon halt nicht mehr anwesend. Ja, und ansonsten alles tipptopp. Wetter schön. Kaum Wind. Dann können wir ein bisschen spazieren gehen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Liebe Grüße gehen raus an alle. Ja, wir sind jetzt gleich in der Höhe, Ballermann 7. Ja, und heute, wie gesagt, Mittwoch, nach 2 Tagen, dann haben wir wieder einen Auftritt im Bierkönig. Da ist dann um 22.30 Uhr Tim Topé. Das heißt für mich dann am Freitag erstmal Fußball gucken, der FC gegen Leipzig. Und dann geht es mit Tim weiter im Bierkönig. Diese Pfeiler stehen immer im Weg.
Ja, gestern sind wir mal mit der Bimmelbahn gefahren. Hatte ich gar nichts gesagt, wie teuer die ist. Die kostet aktuell 5,50 Euro. Finde ich aber schon recht teuer. Wenn man hier mit dem Bus fährt, bezahlt es 2 Euro. Und ja, die Bimmelbahn, die fährt halt von Can Bastia bis nach Arenal, haben wir jetzt 19 Minuten gebraucht. Da finde ich 5,50 Euro doch schon, ja, schon happig. Aber gut, macht man ja nicht jeden Tag, ne? Was sehen wir denn hier? Die ersten Bänke stehen schon draußen am Balneario 6. Die müssen aber ein bisschen sauber gemacht werden. Die sehen ein bisschen dreckig aus. Ja, und im Moment ist es auch im Wetter, also die 17 Grad, die knallen schon. Ich habe jetzt einen Pulli an, aber ich glaube, ohne Pulli wäre mir zu kalt. Mit Pulli ist ein kleines bisschen zu warm. Ist gerade so, ja. Man weiß es nicht genau, ne? Ist schwer. Zumindest für mich. Schauen wir gleich mal, wie weit sie hier im Hotel Neptuno sind. Oberbayern wird auch in 2 Wochen wieder öffnen. Und ich habe gehört, dass der Megapark dieses Jahr die Preise beibelassen will. Ja, mal schauen, ob es stimmt oder ob sie wieder was erhöhen. Bierkönig hat immer noch die aktuellen Preise von letztem Jahr. Ein 0,3er Bier kostet 3,10 Euro, ein 0,5er kostet 6,10 Euro und der Liter Bier 16,50 Euro plus ein T-Shirt dabei. Der Wodka Lemon kostet 20,50 Euro. Ja, wie gesagt, noch 15 Tage, dann ist hier wieder Halligalli. Dann macht der Megapark wieder seine Pforten auf. Ach, ich freue mich schon richtig. War jetzt echt lange wieder ohne Megapark. Was hatten sie zugemacht am Halloween? Ne? Halloween war ja der letzte Tag. Lange Zeit vorbei.
Auto ausrauben. Hier sind wir gerade am Amrum Beach Club mit dem Dino Minigolf. Gehen wir mal hier am Balneario 4 vorbei, vorne. Wir sind da wieder am Werken, glaube ich. Noch die letzten Tage am Streichen. Ja, ich glaube, das wird nicht allzu lange dauern, dann machen die Dinger wieder auf. Das Hotel Aya hat noch geschlossen, aber abends brennt zumindest schon mal wieder das Licht oben. Ja, und ein Sandburgenbauer ist auch wieder da. Ich dachte eigentlich, das wäre illegal mittlerweile. Ja, vielleicht mittlerweile neue Regeln. Sieht auf jeden Fall schön aus. Muss man erstmal können. Also für mich wäre das nichts. Hätte ich keine Geduld für.
So, also ich gehe jetzt gleich mal eine Runde Gyros essen. Wir sind jetzt hier unweit von der Bierstraße bei Pause. Ich habe immer mal gesagt, das heißt Kaffeepause, aber das heißt einfach nur Pause. Von daher, ja, gehen wir jetzt mal lecker Gyros essen. So, das war jetzt echt mal eine richtig geile Portion Gyros Pita. Ich glaube, die Einzelportion Gyros Pita kostet 6,90. Ich habe noch eine Cola dazu getrunken, habe, warte, ich habe bezahlt, 6,49, glaube ich. Ja, also Top-Preis, mega, hat richtig, richtig lecker geschmeckt. Ja. Besser wie immer nur Döner essen, kann man auch zwischendurch mal sich was Gyros reinpfeifen. Ne? Ja, und dann gucken wir uns jetzt mal gleich den Sonnenuntergang an. Dann geht es für mich ins Latino und dann geht es später in den Bierkönig. Okay. Die wollte ich mir nochmal in Ruhe irgendwann erklären. Ja. Oh, lustig, wir sind jetzt gerade im Latino, beziehungsweise ich bin gerade davor. Dominik ist heute Abend in den Streik getreten. Er wollte ja streiken, Kümmerling trinken, erst wieder nach der Saison. Ja, hat nicht funktioniert, weil Streik ist gebrochen. Der Streik, also die Parteien haben sich geeinigt und der Kümmerling und Domi sind wieder vereint. Also kommt gerne wieder vorbei, Dominik, trinkt wieder gerne einen mit euch. Der Streik ist abgewendet, also alles in Ruhe, keine Angst, Dominik ist am Start für euch. Ah komm, den Streik haben wir heute abgewendet und jetzt gucken wir gerade noch Dortmund gegen Eindhoven, 1-0 steht es, noch knapp 35 Minuten, Dortmund führt, aber dann geht es halt gleich für mich nach Hause, also dann kann Lust mehr auf Bierkönig. Wir gucken jetzt noch am Latino Fußball zu Ende und dann reicht's für heute. Donnerstag, Freitag, Samstag wird nämlich wieder richtig wild. Und bevor die Saison so losgeht, so in zwei Wochen mit dem Soft-Opening vom Megapark, noch ein kleines bisschen Piano machen, deswegen gehen wir heute mal nicht im Bierkönig wieder. Und dann, ja, würde ich sagen, war es das für Pleine Palma Kompakt, Tage nach dem Ballermann. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische hier auf Mallorca.